Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nein, ein Plädoyer für die Privaten, das ist jetzt tatsächlich nicht zu erwarten. Nach einem Jahr, in dem man seine Freunde kaum getroffen und seine Dozenten nur auf dem Computerbildschirm gesehen hat, werde ich langsam müde. Psychisch krasse Belastung, finanzielle Unterstützung fehlt. Das Studieren ist deutlich eintöniger und schwieriger geworden. Seit einem Jahr herrscht Ausnahmezustand, und wir sollen am besten ganz normal weiter studieren. So beschreiben Studierende ihre aktuelle Situation unter dem Motto Uni zu auf Instagram. Sie skizzieren äußerst belastende Umstände, unter denen sie aktuell ihr Studium absolvieren müssen. Dass diese Schilderungen keineswegs nur subjektive Eindrücke einzelner Studierender sind, zeigen verschiedene Studien und Umfragen aus dem letzten Jahr. Etwa eine durch die Technikerkrankenkasse beauftragte Forsa-Umfrage oder die Online-Befragung Studico eines Forschungsteams der Universität Hildesheim belegen, wie dramatisch sich Corona auf die Lebenswelt und Gesundheit von Studierenden auswirkt. Nicht nur ist demnach die Arbeitsbelastung enorm angestiegen, auch Zukunftsängste und finanzielle Probleme haben zugenommen. Und dazu kommt, dass allein in Hessen über ein Drittel aller Anträge von Studierenden zur finanziellen Soforthilfe abgelehnt worden sind und eben diese Soforthilfen bei den Mietpreisen und Lebenshaltungskosten in den Unistädten viel zu knapp bemessen war. Besonders besorgniserregend sind die Befunde zu psychischen Belastungen bis hin zu Depressionen unter Studierenden. 2012 haben laut Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes 3% der Studierenden angegeben, sie seien psychisch beeinträchtigt. 2016 ist der Anteil auf 7% und in einer Befragung für das Corona-Jahr 2020 auf 10% angestiegen. Von Chancengerechtigkeit und Mut, die die Ministerin heute im Titel ihrer Regierungserklärung beschworen hat, spüren viele Studierende aktuell herzlich wenig. Im Gegenteil, es gehören Vereinzelung, Antriebslosigkeit und soziale Leere zum aktuellen Studienalltag. Und die Corona-Krise ist längst zu einer Bildungskrise geworden. Das Ausmaß der Verheerungen ist kaum absehbar. Und ein Zurück zum Normalzustand, wie es auch Herr Hofmeister beschworen hat an den Hochschulen, ist oft keine schöne Aussicht. Die Krise trifft nicht nur diejenigen Studierenden besonders hart, die sich durch Nebenjobs das Studium finanzieren müssen und seit einem Jahr ohne Einkommen auskommen müssen. Nein, die Krise trifft auch die Beschäftigten an den Hochschulen. Die Probleme in der Personalstruktur der Hochschulen sind durch Corona noch deutlicher hervorgetreten. Die seit mittlerweile 3 Semestern anhaltende Ausnahmesituation wird zum gefühlten Dauerzustand. Die digitale Lehre bringt einen deutlich höheren Arbeitsaufwand der Lehrenden mit sich. Kommunikation mit den Studierenden aufrechterhalten, die Freischussregelung für Prüfungen der Studierenden umsetzen, digitale Formate entwickeln. All das hat die Lehre im letzten Jahr geprägt und ist nur dank der systematischen Selbstausbeutung der Lehrenden im Sinne der eigenen Profession möglich gewesen. Die prekären Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen verschärfen die aktuelle Situation. Das führt dazu, dass viele Beschäftigte an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Schließlich müssen auch sie Beruf, Homeschooling und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen. Der Druck zur permanenten Verfügbarkeit hat unter Corona massiv zugenommen. Und die Entgrenzung zwischen Arbeitswelt und Privatem setzt vielen Hochschulbeschäftigten zu. Und auch hier gilt, Klatschen und Dank alleine reichen nicht aus. Hier braucht es konkrete Verbesserungen für die Beschäftigten. Der Digitalpakt Hochschule sorgte zwar für einen Digitalisierungsschub an den hessischen Hochschulen, aber nicht für Entlastung. Die Digitalisierung muss aber so ausgestaltet werden, dass sie den Beschäftigten und Studierenden dient und kein Selbstzweck ist. Es braucht langfristige Förderung für langfristige Aufgaben. Die Digitalisierung von Forschung und Lehre an den Hochschulen umzusetzen und zu begleiten, sind langfristige Aufgaben und müssen deswegen an dauerhafte Beschäftigung geknüpft werden. Wir als LINKE sagen ganz klar, die Digitalisierung im gesamten Bildungsbereich darf nicht zu Personalabbau führen. Pädagogische und wissenschaftliche Leistungen der Beschäftigten sind nicht digitalisierbar. Die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen waren aber schon vor Corona nicht gerade verlockend. 84% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben befristete Stellen. Eigenverpflichtungen der Hochschulen zur Schaffung von unbefristeten Stellen haben sich als wenig wirksam erwiesen. Kein Wunder, schließlich hängt die Finanzierung unserer Hochschulen seit Jahren immer mehr an Drittmitteln. Um diese Mittel einzuwerben, müssen Anträge gestellt, die Mittel gemanagt und ihre Verwendung nachgewiesen werden. Dieser Prozess frisst zunehmend einen großen Teil der Arbeitskapazitäten an den Hochschulen auf, die dann in Lehre und Forschung fehlen.
Dabei handelt es sich bei den Drittmitteln oftmals auch um öffentliche Mittel, welche dann über diesen Umweg und hohem Arbeitsaufwand an den Universitäten landen. Die Konferenz der hessischen Universitätsleitung hat diesen Irrsinn 2019 als Drittmittelhamsterrad beschrieben. Das finde ich sehr passend. Und dieser Auswuchs der Entwicklung hin zu einer neoliberalen Hochschulfinanzierung sorgt dafür, dass trotz steigender Studienzahlen Unterfinanzierung und Projektarbeit an der Tagesordnung sind. Und dieses Dilemma löst sich auch nicht durch Exzellenzforschungsprogramme wie LOEWE. Diese Mittel werden nach dem Wettbewerbsprinzip vergeben und kommen somit hauptsächlich den sowieso großen und starken Universitäten zugute. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind bei der LOEWE-Förderung komplett außen vor, was das Ungleichgewicht zwischen ihnen und den Universitäten weiter verschärft. Wir lehnen wettbewerbsorientierte Exzellenzförderung ab. Stattdessen wollen wir das Grundbudget der Hochschulen bedarfsgerecht ausbauen, um an allen Hochschulen gute Forschung und Lehre zu ermöglichen. Leider sieht die Realität aber ganz anders aus. Das Befristungsunwesen an unseren Hochschulen steht den eigenen Ansprüchen einer Spitzenforschung und hochqualitativer Lehre diametral entgegen. Wer eine befristete Stelle hat, kann kaum das eigene Leben und Familie planen. Wer unter prekären Arbeitsbedingungen arbeitet, kann kaum nachhaltig gute Forschung und Lehre praktizieren. Der Druck im wissenschaftlichen Mittelbau ist so groß, dass sich etliche Initiativen gegründet haben, um dem Befristungsspuk ein Ende zu setzen. So zum Beispiel Kassel unbefristet, Darmstadt unbefristet oder Just unbefristet aus Gießen. Die GEW hat mit dem Templiner Manifest bereits vor 10 Jahren einen wegweisenden Beitrag geleistet, um die Wissenschaftspolitik zum Umdenken zu bringen. Und ja, sowohl im Bund als auch in Hessen hat ein vorsichtiger Sinneswandel stattgefunden. Schließlich konnte niemand mehr die Probleme an den Hochschulen leugnen. Die 2016 in Kraft getretene Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sollte unsachgemäße Befristungen einen Riegel vorschieben, die Novelle 2020 pandemiebedingte Vertragsverlängerungen ermöglichen. Und auch der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken von Bund und Ländern legte einen Schwerpunkt beim Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse. Aber dieses Programm ist nicht nur wachsweich formuliert, es packt das Problem auch nicht bei seiner Wurzel, nämlich der zu niedrigen Grundfinanzierung der Hochschulen und dem damit verbundenen Zwang zur Drittmittelakquise. In Hessen weist die schwarz-grüne Koalition mit dem Hochschulpakt 2021-25 immerhin in die richtige Richtung. Die von Studierenden seit Jahrzehnten vorgebrachte Forderung nach einer Dynamisierung der Grundfinanzierung wurde endlich aufgenommen. 4% des Sockelbetrages mehr pro Jahr. Dieser umfasst das Grundbudget, die QSL-Mittel, die zur Verbesserung von Studien und Lehre als Ersatz für die Studiengebühren eingeführt wurden, sowie Gelder aus der Bund-Länder-Vereinbarung. Diese Dynamisierung ist ausdrücklich zu begrüßen. Nur leider muss man immer wieder betonen, dass das auch nicht ausreichen wird, um selbst die eigenen Ziele von Schwarz-Grün zu erreichen. Die Landesregierung will wieder hin zu einer Betreuungsrelation in der Lehre, wie sie 2005, wie es sie da gab. Aber allein dafür brauchen wir 3.000 Vollzeitstellen mehr. Auch müsste die Steigerungsrate von 4% rückwirkend für die letzten 13 Jahre berechnet werden, in denen die QSL-Gelder einen inflationsbedingten Wertverlust erlitten haben. Durch die Weigerung der Landesregierung, hier eine rückwirkende Lösung zu finden, entsteht eine erhebliche Finanzierungslücke. Im Hochschulpakt finden sich auch Zusagen zur Eindämmung der befristeten Beschäftigung. Auch das ist gut. Die Erkenntnis, dass es für Daueraufgaben auch Dauerstellen braucht, ist mittlerweile in der Wissenschaftspolitik angekommen. Wie nachhaltig diese Erkenntnis ist, wird sich zeigen. Aber wenn man die Knausrigkeit der Hochschulen bei Corona-bedingten Verlängerungen von Beschäftigungsverhältnissen anschaut, dann kann man ein großes Fragezeichen an den Ausbau der Dauerbeschäftigung an Hochschulen machen. Wir warten ab, was der angekündigte Kodex für gute Arbeit von Frau Dorn bringen wird und inwiefern dieser zu tatsächlichen Verbesserungen der Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen führen wird. Warme Worte reichen hier schon längst nicht mehr aus. Eine weitere Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes ist der Sanierungs- und Investitionsstau an den Hochschulen. Das Hochschulbauprogramm Heureka soll hier Abhilfe leisten. Aber die Landesregierung weiß ja nicht einmal, wie groß der eigentliche Bedarf ist, weil sie wie bei den Schulen keine Erhebung des Sanierungsstaus durchführen will. Aber wenn Heureka substanziell etwas am baulichen Zustand der Hochschulen ändern soll,
dann wäre es jetzt auch an der Zeit, den tatsächlichen Investitionsbedarf zu erheben und die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Insgesamt hat sich die Ministerin auf einen richtigen Weg gemacht, aber vielen Beschäftigten und Studierenden ist aktuell wohl kaum nach einem Segeltörn mit der Wissenschaftsministerin zumute. Sie versuchen nämlich gerade unter Deck die großen Löcher im Rumpf des Schiffes zu stopfen. Es braucht dringend den politischen Mut, den Frau Dorn selbst mit warmen Worten anpreist. Den Mut, mit festen Quoten von 50% und konkreten Vorgaben in den Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschulen Befristungen den Kampf anzusagen. Es braucht den Mut, die Hochschulen so finanziell auszustatten, dass die Qualität von Studium, Lehre und Forsche nicht länger von Drittmitteln abhängig ist, sondern vom engagierten Einsatz der Beschäftigten für ihre Profession. Den Mut, die Hochschulen zu demokratisieren, dass die Studierenden nach Corona auch endlich echte Mitbestimmung ausüben können, sowohl als studentische Hilfskräfte als auch als Teil der verfassten Studierendenschaft. Wo bleibt der Mut zur Drittelparität in den Hochschulgremien? Wo bleibt der Mut für den Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte? Wo der Mut zur Chancengleichheit, wenn es darum geht, Bildungshürden wie NCs oder Aufnahmeprüfungen endgültig eine Absage zu erteilen? Der Mut zur Initiative im Bundesrat für ein elternunabhängiges und bedarfsgerechtes BAföG. Die Segel der Landesregierung sind in die richtige Richtung gewandt, aber ein laues Lüftchen wird nicht für gute Arbeitsbedingungen, ein gutes Studium und gute Forschung sorgen. Dafür müssen schon die Beschäftigten und Studierenden weiter Wind machen.